Erstaunlich aber wahr. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Craft the World. Ich habe gerade erfahren, was heißt gerade erfahren, vor einiger Zeit erfahren, dass wir doch tatsächlich eine vierte Welt zur Auswahl haben. Und ich habe gedacht, naja, wenn wir sowieso jetzt bei 500 Abonnenten sind, dann wird das eines der großen Specials sein, die uns dann begegnen. Schauen wir rein in die Welt. Ich freue mich endlich wieder bei meinen kleinen Zwergen zu sein. Ah, schön. Ja, das Lied ja. Wunderbar. Jetzt, okay. Wir sind in der dritten Welt gewesen. Die dritte Welt war die Wüstenwelt, wenn ich mich nicht irre. Genauso ist es auch. Und wir gehen jetzt auf Exit. Möchtest du diese Welt verlassen? Jo. Das will ich. Und ich will mir die nächste Welt angucken. Und dort die bösen Männer jagen. Um auch diese Kampagne abzuschließen. Und ich bin gespannt, was uns alles für Gegner begegnen. Und wie schnell diese riesigen Wellen auf uns zukommen. Wie schwer dieses Spiel jetzt gestaltet wurde. Level 4. Das Land der gefährlichen Höhlen. Groß. Untergrund. Seltene Wetterevents, Berge gibt es und es ist schwer. Ich mag schwer nicht, aber ich muss schwer wahrscheinlich machen. Auch mit euch. Spiel starten. Oh. Okay. Gut, F1 bis 3 war das, glaube ich, ne? Dass es schneller geht. Müssen wir gleich gucken. Jag mal den Pilz. Tatsache, 1 bis 3, 4 gibt's nicht. Ah, wir sind wieder da und es scheint neue Blöcke zu geben, oder ist das jetzt die Erde? Es kann gut sein, das ist Sand, das ist Stein, alles wunderbar. So wie immer eben. Und jetzt haben wir auch endlich den Pilz weg. Fälle einen Baum, haben wir gemacht. Nimm die Wurzeln mit, nimm den Busch mit. Und wir müssen uns auch ziemlich beeilen, um neue Zwerge zu bekommen. Wer weiß, wann die Bösewichte erscheinen. Und wahrscheinlich werde ich dieses Gebiet schon als wunderbare Wand nehmen. Was ist denn das da? Ach du Kacke. Na gut, dass hier Wetter relativ selten runterkommt, das ist mir... Ach du Kacke. Schon klar. Das ist ja der Wahnsinn, was hier reingepatcht wurde. Guckt euch das an. Ob es hier auch irgendwo Wasser gibt? Ich kann es mir beinahe gar nicht vorstellen. Und was bist du? Oh nein, das sieht aus wie Goblins. Nee, das ist der neue Händler. Okay. Komm, mach weiter. Wir haben keine Zeit zu verlieren. So, und du darfst jetzt auch gleich mal... Jetzt muss ich erstmal gucken, wie das alles wieder funktionierte hier. Ist ewig her. Die Erde wieder hinschaufeln, die Wurzeln nehmen wir mit. Wurzeln kann man ja immer gebrauchen und vor allem brauchen wir auch Wasser. Wo kriegen wir Wasser her? Oh Gott, diese Pilze sind ja furchtbar. Sehr gut. Und Erde braucht eine Weile, ne? Aber wir haben schon mal den zweiten Zwerg, das ist doch nett. Genau, das gleich mal einsammeln. Du darfst die Erde da wieder hinschaufeln. Und das hier nehmen wir alles mal weg. So, das wird unser Reich. Das wird unser großes Häuschen. Da wird es hingebaut. Der Regen kommt. Damit bekommt man also auch Wasser. Sehr schön. Ach, und da ist Wasser. Oh, mein Herz. Okay, alles gut. Und Schnee kommt nicht mehr. Ist das nicht toll? Schwupps. Gut, das Wasser werden wir irgendwann wegschaufeln. Dauert vielleicht noch ein bisschen. Aber dann müssen wir wohl durch. Als Lurch. Jetzt machen wir erstmal eine Wand hinten hin. Das bleibt so. Das komische Vieh hier könnt ihr wegmachen. Linksklick, ich muss mich wieder daran gewöhnen. Oh, ist das lange her. Neue Kreatur. Eine kleine Raupe. Sehr schön. Noch eine kleine Raupe. Nehmt das mal alles weg. Das muss auch alles mit. Den nehmt ihr so. Okay, Stein kommt. Und wir sollten langsam mal
unser Quartier aufbauen. Wer weiß, was uns jetzt in der Nacht überfällt. Da hinten sehe ich schon was langfliegen. Geister? Nee, Quallen oder sowas. Oh Gott. Die armen Zwerge. Ein völlig neues Abenteuer für sie, für mich, für uns alle. Bringt das mal nach Hause. Was sollen denn die ollen Raupen immer hier? Nervige kleine Biester. Genau. Gut, Erde ist wieder ein bisschen was da, aber doll ist nicht. Kommt noch. Super. Kommen auch immer wieder, da kann man machen, was man will. Wir brauchen langsam auch Fackeln. Wir werden mal schon ein paar machen. Wir haben gar kein Harz. Wo kriege ich denn jetzt Harz her? Harzer. Wo kriege ich Harzer? Keulen. Steinspitzhacken sind vielleicht im Moment nicht ganz verkehrt, denn wir hacken ja doch ziemlich oft in der Erde rum und demnächst brauchen wir dann auch die Steinäxte und damit können sie auch genauso gut zuschlagen, also von daher ist das egal. Stein, Doppelklick, Holz, Doppelklick, 1, 2 und jetzt noch die Spitzhacken. Holz und Stein, einmal Holz brauchen wir noch. Gut, ausrüsten. Unser erster Zwerg bekommt jetzt erstmal eine Steinpicke und eine Axt. Und der zweite Zwerg kriegt eine Axt. Sehr gut. Ein Buch des Müllers können wir jetzt noch nicht gebrauchen. Ich weiß noch nicht mal, ob wir hier Getreide anpflanzen können. Das wäre auch noch interessant zu erfahren. Ach. Schön, ein neues Zwergenabenteuer. Ja, ich habe in den Kommentaren oft genug gelesen, Mensch, das vierte Level ist doch draußen, willst du es nicht mal probieren? Willst du nicht mal reinschauen? Willst du gar nicht mit uns da durchfeiern? Doch, natürlich möchte ich das. Bloß muss ich auch immer gucken, dass die anderen Projekte nicht darunter leiden. Und so als Special Event ist es ja was Besonderes. Es klappt eben nicht, dass ich mehr als 4 Folgen am Tag hochlade, das habe ich früher geschafft. Aber im Moment spannt mich die Arbeit doch ein wenig mehr ein. Sehr gut. So, der kommt auch noch rauf. Das könnt ihr wegmachen. Und dann holen wir uns den Riesenpilz hier. Mal sehen, was der uns bringt. Schwupps. Was, hat die Raupe dich angegriffen? Habe ich das eben richtig gesehen? Oder hast du Hunger? Ja, Hunger. Das wäre vielleicht das Nächste. Für Essen sorgen. Aber erstmal müssen wir die ganzen Zwerge rankriegen. So, weitermachen. Wir müssen weiter fertigen. Jetzt kommt wenigstens auch Harz dazu. Dann kriegen wir schon mal Fackeln. Und dann kommen schon mal nicht mehr die Büsche. Diese hier. Ollen Dinger. Das muss noch weg. Das kommt auch alles mit. Euer Leben geht immer weiter runter. Das ist mir sowas von egal. 1, 2. Gut gemacht. Blätter weg. Und dann müsst ihr das hier auch noch mitnehmen. Keine Müdigkeit vortäuschen hier. Hallo. Hallo. Na also. Geht doch. Ach, sehr schön. So, jetzt müsste der Harz auch drin sein. Das Harz, das Harz. Dann kriegen wir auch dementsprechend Fackeln. Oder auch nicht. Wo ist eigentlich mein Technologiebaum? Ich muss jetzt erstmal gucken hier. Wir haben erstmal nur diese Möglichkeit. Die Fackeln kommen erst noch. Wenn ich das richtig sehe. Heißt, wir bauen erstmal Leitern. So. Yay, sie sind gleich im Inventar, perfekt. So, dann grabt mal nach unten. Und dann könnt ihr da auch gleich die Leitern hinpacken. Das wird schon mal das Ende unseres... Nee, warte, hier soll das Ende hin. Ich brauche ein passendes Werkzeug. Nein, brauchst du nicht, alles gut. Roll nicht rum. Ach so, er kann nur sammeln, er hat keine Spitzhacke. Ja, wenn das so ist, hat er Pech gehabt, ich habe kein Holz mehr. Okay. Aber dafür sammelt er ein, das ist schon in Ordnung. 1, 2, 3. Da bauen wir jetzt wieder
Erde hin. Wunderbar. Obwohl, hier können wir es sein lassen. Wir können es auch hier sein lassen. Nicht nur hin und her laufen, Leute, auch was machen. So geht das nicht. So, auf geht's. Ich brauche ein passendes Werkzeug. Du kannst es wegtragen, während der andere immer weiter rumdödelt hier. Genau, sehr schön. Dann machen wir als nächstes den Teleporter. Und zwar nach oben zu den ganzen Wäldchen hier. Ach, und hier sind auch Viecher unterwegs. Ich bräuchte eigentlich noch einen Zwerg mehr. So, auf geht's. Neue Kreatur. Ah, solange uns die nichts tun, soll's mir recht sein. Du machst Wolle, so siehst du aus. Was seid ihr? Ihr habt Gehirne wahrscheinlich. Zombiehirne. Alles mitnehmen, damit wir unsere Spitzhacke bauen können. Noch haben wir nicht genug Mana, mit jedem Level wird das wieder mehr. Und deswegen sollten wir es gerade am Anfang schön ausnutzen. So, jetzt aber, komm. Irgendwas müssen wir doch noch fertigen, was uns das Level abbringt. Wir haben noch kein Holz, ihr müsst das nach Hause bringen, Leute. Was ist das? Ein Pilz. Guck mal, wir können sogar Pilze abernten. Die geben uns wahrscheinlich den Hunger weg. Die machen uns den Hunger weg, die geben uns Essen. Ja, es wird dunkel. Die Musik ist schon wieder dramatisch hier. Na, geht's? Kriegt ihr's hin? Gerade so. Aber einmal werde ich das Portal noch verlängern. Okay, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen was zur Verfügung. Und können vielleicht auch ein paar Leitern bauen. Eins und zwei. Und was war noch dort? Die Holzluke. Gleich mal zwei. Jo, Technologiebaum erfüllt. Dritter Zwerg kommt. Und wir können anfangen mit den Fackeln. Wo sind die Fackeln? Nicht lang Fackeln hier. Die kommen erst noch. Nee, die sind schon da. Fackel. Holz. Und nee, nicht Sand. Harz. 1, 2, 3, 4. Gut. Yay, Levelaufstieg. Okay, die Fackeln kommen gleich mal oben ran. Damit wir auch was sehen. Und jetzt könnt ihr hier alles verkleiden. Wir haben ja genug Zeug. Jo, wunderbar. Sieht doch schick aus. Es hat auch Stil, so eine blaue Höhle. Kenne ich noch gar nicht. So, wir machen unser Haus diesmal auch ein wenig breiter. Man kann ja nie wissen. Das kommt noch mit dran. Hier macht ihr mal bitte die Steine weg. Da kommt Erde hin. Obwohl. Lass mal die weg. Mach da mal bitte auch noch Stein hin. Wo ist Stein? Stein. Stein kommt dahin. Baue Stein. Denn da müssen die sich ja durchkloppen. Und dann machen wir es folgendermaßen. Wir freuen uns. Ja, nee. Hat im Moment sonst keinen Sinn. Macht ganz normal weiter, meine Lieben. Ihr kriegt das hin. Wir bauen jetzt erstmal noch ein paar Waffen und Steinspitzhacken. Aber dafür haben wir kein Holz. Das ist schon wieder alle. Für die ganzen Fackeln draufgegangen. Ich muss das unbedingt symmetrischer hinkriegen. Wenn wir das hier noch... Nee, dann muss das bleiben, aber das muss weg. Okay, der Kristall kommt mit. Sammle Stein, haben wir gemacht. Und wieder damit etwas abgeschlossen. Hier machen wir erstmal dicht. Oh, diese Raupen gehen mir total auf den Senkel.
Aber ich lasse sie jetzt einfach mal flutschen. Irgendwann bringen die bestimmt mal was. Grabe einen Tunnel. Haben wir getan. Jetzt ist die Frage. Hier, ja, doch. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alles wunderbar. Dann machen wir da hinten noch Erde mit ran. Dann müsste das alles so stimmig sein. Ja, doch, geht. 1, 2, baue Stein. Und jetzt machen wir noch ein Dach drauf. Und dann müsste das gehen. Und dann machen wir hier oben die weiteren Etagen. Aber vorher alles umgraben hier. Oh Gott, das wird ein Desaster, sage ich euch. So, wo gehen wir als nächstes hin, um Bäume abzuhacken? Hier ist nicht viel los. Hier ist ein bisschen mehr. Alles bitte wegnehmen.